haben uns lange nicht gesehen und ich habe euch auch direkt wieder jemanden mitgebracht, und zwar die Betty. Die kennt ihr ja noch und wir klopfen mal direkt. Sie ist bestimmt zu Hause. Also eigentlich sollte sie da sein. Ich habe ihr Bescheid gesagt. Ich rufe mal ganz laut. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Bei drei rufen wir alle ganz laut zusammen Betty. Eins, zwei, drei. Betty! Betty! Ich hab was gehört. Oh, das ist eine Haustür bei ihr. Hey Betty! Komm mal raus! Boah, was willst du denn? Oh, Entschuldigung. hallo. Ach so, ich bin jetzt gar nicht alleine. Hi, ihr lieben Kinder. Wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Na, wie geht's euch? Habt ihr alle auch Schätze gesammelt im Wald? Mit der Schatzkiste? Ja? Sehr gut. Meine ist auch richtig voll geworden. Randvoll. Ich habe noch eine Feder gefunden, die habe ich noch mit in die Schatzkiste gelegt. Und noch ein paar schöne Steine. Und was ich sogar auch noch reingelegt habe, sind ein paar Blümchen. Ich habe nämlich die Tage kleine Gänseblümchen gefunden auf der Wiese. Und die habe ich gepflückt und auch da reingelegt. Jetzt ist sie richtig voll. Naja, ja, und jetzt bin ich auch gerade im Garten. Ich muss nämlich Unkraut zupfen und alte Blumen abschneiden, damit neue wachsen können. Deshalb habe ich auch meine Gummistiefel an. Wartet mal. Boah. Genau, ich meine Gummistiefel wieder angezogen und ich wollte heute Morgen unbedingt ein Kleid anziehen. Ein Frühlingskleid. Guckt mal. Hey, ihr seht nicht so viel, ne? Es war nämlich so kalt, da habe ich mir lieber noch mein dickes Halstuch umgebunden. So. Das Kleid mag ich so gerne. Finde ich ganz hübsch. Ja, so. So sehe ich damit aus. Ja, genau. Und jetzt habe ich heute Morgen dann schon ganz fleißig im Garten gearbeitet. Und wisst ihr, was ich richtig schön finde? Wie die Vögel zwitschern. Habt ihr da mal drauf geachtet? Ihr müsst mal richtig gut lauschen morgens, wenn ihr aufgestanden seid. Dann muss Mama mal das Fenster aufmachen. Und dann müsst ihr mal ganz still sein, so. Pssst, so horchen, so. Und dann hört man, wie die Vögel richtig toll ihre Lieder singen. Das machen die besonders viel im Frühling. Und jetzt ist Frühling. Genau. Und dann habe ich den Vögeln gelauscht und zugehört, wie sie so zwitschern. Und ja. Und überlegt, was ich halt so machen kann noch. Dann kam mir eine Spitzenidee. Ich schnapp mir gleich mein Dreirad und dann fahre ich los. Zusammen mit Andrea, nicht alleine. Und dann fahren wir, wenn wir den Helm aufgesetzt haben, los. Und wir fahren und fahren und fahren zur Eisdiele! Yeah! Da freue ich mich schon volle Möhre drauf. Dann gibt es nämlich Eis. Und ich suche mir eine Kugel. Vielleicht auch zwei Kugeln. Oder drei. Ich weiß noch nicht genau. Vielleicht auch drei Kugeln Eis aus. Und dann esse ich die. Ja, das wird super. Dann nehmen wir das mit, setzen uns auf eine Bank. Dann essen Andrea und ich das Eis und dann radeln wir später wieder zurück. Und dann nehmen wir aber für Harry auch noch eine Kugel mit. Der mag nämlich am liebsten Vanilleeis. Finde ich immer nicht so gut, weil das Wasser wird dann immer so schmuddelig, milchig irgendwie. Aber egal, Harry soll auch merken, dass der Frühling kommt und ein Eis essen. Und was nehme ich denn? Also ich mag ja gerne Erdbeer.
aber auch gerne Schokolade und Jogurette und Zitrone und Waldmeister und Blauer Engel finde ich auch gut und Cola, Kirschcola und ich, ach, ich mag das alles so gerne. Ich glaube, ich entscheide das direkt, wenn wir bei der Eisdiele sind. Ja, das mache ich. Und dann erzähle ich euch vielleicht beim nächsten Mal, für was ich mich entschieden habe, ja? Okay, also, dann machen wir das so. Ihr lauscht auch mal bei den Vögeln. Und vielleicht könnt ihr ja Mama und Papa fragen, ob ihr auch mal ein Eis essen könnt. Vielleicht geht das ja. So, ich mache mich jetzt erstmal wieder vom Acker. Ich hüpfe wieder hier rein, mache noch ein bisschen im Garten, klar Schiff. Und dann freue ich mich auf das Eis. Genau. So, und jetzt gibt es erstmal einen dicken Abschiedskuss. Alle mitgemacht. Achtung, fertig, aufgepasst. Muah. Tschüss, bis bald. Tschüss, Betty. Ich komme dann später rum und hole dich ab. Dann können wir losfahren zur Eisdiele. Genau, Helm nicht vergessen. Bis später. Bis später. Bis bald, meine ich. Tschüss.